Gut. Was riecht denn hier so lecker nach Essen? Nach Fleisch? Okay, ich fahre. Wieso fahre ich denn jetzt? Ja, dann... Ach so, da ist er geparkt. Rein da! Ein Smith Custom 200. Ach so. Ist der dritte auch schon drin? Nee, ne? Ah, okay. Aber fahren nicht gleich zu Schrott. Das ist unser Fluchtwagen. Außerdem vertragen sie Sprengstoff und Verkehrsunfälle nicht besonders gut. Sprengstoff? Ja, für ein kleines Feuer. Aber vergiss es nicht. Wir müssen zum Empire Arms Hotel. Park in der Tiefgarage. Nimm den Hintereingang. Okay, eigentlich würde ich mich schon fast reizen, doch nochmal einfach mal einen Unfall zu bauen und zu gucken, was passiert. Also man kann sich wahrscheinlich denken, ne, aber... So, okay. Es ist ab in die Tiefgarage, aber das kann doch nicht alles sein. Wir fahren jetzt nicht nur in die Tiefgarage, gehen auf die Fensterputzplattform und das war's. Das glaube ich nicht. Nee, nee. Ey! Oh, es riecht hier so lecker nach Essen. Was läuft in dem Hotel da, hä? Rück raus mit der Sprache! Was willst du, ein Buch schreiben? Ich hab dir gesagt, was du wissen musst. Hey, ich bin nur neugierig. Diese ganze Geheimniskrämerei... Ich muss einmal kurz gucken, wo ich überhaupt hin muss. Ah, hey, ich muss nicht über den Highway, okay. Das macht überhaupt keinen Sinn. Je weniger du weißt, desto besser für dich. Wenn du uns weiter Löcher in den Bauch fragst, sehe ich mich in Zukunft nach einem anderen Fahrer um. Schon gut, keine Fragen mehr. Geht klar, ich hab verstanden. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt gereicht hätte, ne? Für die Explosion, das wäre schon krass. Das Hotel in die Luft jagen, stimmt's? Marty! Okay, entschuldige. Noch ein Wort von dir. Entschuldige, kein Sterbenswörtchen mehr. Großes Ehrenwort. Da bin ich ja mal gespannt, ob er wirklich einhält. Also die Dialoge finde ich schon ganz geil und auch generell die Sequenzen. Hat halt wirklich sowas von diesen modernen, oder ja, modern ist jetzt übertrieben. Aber von diesen Gangsterfilmen. Also mit viel Gefluche, mit Witz und allem drum und dran. Okay, das heißt, ich schätze mal, wir sind jetzt gleich da. Wahrscheinlich der Riesenbau da hinten. Boah, ein Hotdog! Alter. Das ist das Hotel. Hinten ist deine Garage. Ja, warte, ich will einen Hotdog essen. Frische Hotdogs! Rein! Gut sehen sie aus, Mr. Skeletta. Ja, der geht aber aufs Haus dann auch, ne? Du hast auch eine sehr große Getränkeauswahl. Eine Flasche Cola und eine Flasche braunes Wasser. Boah, ich habe jetzt so Bock auf einen Hotdog, ne? Vielen Dank, der Herr. 20 Cent! Oh mein Gott! Danke. Ja. Erstmal dran riechen und dann komplett im Mund schieben. Ja, genau, mein Fehler. Es ist aber auch sehr interessant, wie viel Respekt die jetzt vor uns haben, ne? Voll geil. Das haben die richtig geil gemacht, muss ich wirklich sagen. Weil wenn die sich sogar dafür entschuldigen, ne, dass ich die anremple. So muss das sein. Setz live. Okay. Was ist eigentlich mit der Polizei? Die rennt auch schon von mir weg. Wie hupe ich nochmal? Moment. Ah, alles klar, okay. Ich hätte ihn gerne angerufen, dann hätte er vielleicht gesagt, Entschuldigung, ich erschieße mich. Wahrscheinlich muss ich mich erst ein bisschen nach oben durchkämpfen, könnte ich mir vorstellen. Aber nee, da wissen ja eigentlich Bescheid. Ups. Nicht, dass du uns Clementis Leute fehlst und wir auffliegen. Okay, packen wir mal hier. Knarre habe ich nicht dabei, okay. Okay, Vito und ich gehen da rein und ziehen unsere Sache durch. Du wartest hier auf uns. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören, und zwar pronto. Und steck die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe. Clementi hat das ganze 18. Stockwerk gemietet, das dritte von oben. Da gibt's Suiten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir darauf? Hintenrum durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Unterhose ist sauber. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Wir schnappen uns ein paar Putzklamotten vom Reinigungstrupp und dann machen wir da oben mal richtig sauber. Klingt gut. Du hast dir ja echt was einfallen lassen. Werd ja nicht frech. Da drin müsste einer vom Hotel mit den Klamotten auf uns warten. Sehen wir mal nach. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. Keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Sprichst du mit dir selbst? Du bleibst hier.
Nie darf ich mit. Oh, ein bisschen nervös, der Kollege, ne? Also eigentlich so ungefähr alle. Eigentlich sind wir der Coolste. Ach, scheiße, abgeschlossen. Dieser Idiot sollte sie doch für uns auflassen. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße. Gibt's nicht noch einen anderen Weg da rein? Versuch's. Ich warte hier, falls dieser Trottel noch auftaucht. Dieses faule Stück Scheiße. Ja, wahrscheinlich war der Kollege gar nicht da. Und ich befürchte auch einfach, dass wir gleich keinen Fahrer für den Fluchtwagen haben werden. So, jetzt nochmal auf Deutsch. Keinen Fahrer für den Fluchtwagen haben werden. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Hey. Hier ist doch die Wäsche... Ist nicht die Wäscherei, okay. Genau gesehen. Ja. Oder? Und, wo ist er? Er macht Pause. Interessant, interessant auf jeden Fall. Tür öffnen, okay. Was ist hier los? Himmel, Arsch. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich hab mich verlaufen. Nein, 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 überhaupt nicht. Hab ich gerade nur gesagt. Schöne Heißmangel. Wer zum Teufel? Hey, Sie haben hier nichts verloren. Ein Playboy. Die guckt doof. Verschwinden Sie. Ich will gern, was will ich denn? Dein Anzug wäre schon mal nicht schlecht, erstmal. Ja, gut. Hier müssen doch irgendwo Klamotten rumliegen, kann nicht sein. Ich nehme auch gerne deinen, Kittel, so heißt das genau. Achso, fährst du nicht einfach den Wegpunkt auf dem Radar folgen? Das wäre auch nicht schlecht, ne? Ja, der ist es nicht, okay. Du brauchst eine Putzuniform, um das durch das Hotel zu schleichen, okay. Besorgen wir uns doch einfach mal eine. Hallo? Ja. Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Noch eine Minute und du hättest dich zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Es tut mir leid, Was soll's? Verschwinden wir von hier. Siehst okay. Du, läuft doch alles wie am Schnürchen. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Die sind wirklich sehr gut gebügelt. Muss ich sagen. Vito, Moment. Hier. Kleb dir das Ding an. Willst du mich verarschen? So erkennt uns keiner wieder. Los, tu es einfach. Na toll. Legen wir los. Steht uns sogar, würde ich sagen. Ich finde es zwar ohne besser, aber es ist nicht ganz so schlimm. Hey, du siehst ein bisschen aus wie Mario. Hier rüber. Was geht? Wisch die Schweinerei weg, ihr Idioten! Ich verstehe gleich eine, ey. Mach die Schweinerei weg, sonst bricht sich noch jemand den Hals. Ja, ja, ist gut. Na los, Bewegung! Hey, ihr beiden, da oben wartet noch eine Menge Arbeit auf euch. Na, macht schon. Hey, Richie, komm mit. Schwein gehabt, das war Henry. Ja. Okay, verschwinden wir, bevor er zurückkommt. Na gut. Ich habe meinen Eimer dabei, nehme einmal Sprengstoff, wie sich das gehört. Ich habe Henry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, wenn doch. Daran darfst du nicht mal denken. Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir einen treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Das hoffe ich schwer. Ja, die waren doch gerade beide sehr intim beieinander. Wurde auch Zeit. Wo zum Teufel habt ihr gesteckt? Im Konferenzraum wurde was verschüttet. Rotwein, ne? Und keine Fragen, was das ist oder wie es dorthin gekommen ist. Wischt es einfach weg. Ihr findet gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn nicht alles blitzblank ist. Ich gebe euch kostenlos einen guten Rat. Wischt alles blitzblank. Willst du noch und verpisst euch dann wieder. War das ein Ja?
Lass mich in Ruhe. Looten. Entschuldige, war unhöflich von mir. Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Die Unordnung? Ah, die Unordnung. Einer der Jungs, die vorhin hier waren. Er ist gestolpert und hingefallen. Der Arme ist mit dem Kopf aufgeschlagen, ungefähr 5-6 Mal. Und jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also Jungs, wischt diese Sauerei auf. Und zwar flott. Ja toll, wie soll ich denn den Teppich hier reinigen? Ach, egal. Verfluchte Wichser. Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. Ja, hilf mir mal. Scheiße. Verdammt. Der Gelbe. Plus zu Plus. Der Rote zu Minuspol. Oh Mann. Ist das vielleicht eine Fummelei? Perfekt. Okay, den kniffligsten Teil haben wir schon mal. Ja. Schrubbe die Flecken weg und streng dich an. Gut. Ich streng dich an. Ich hab doch gesagt, ihr sollt das wegwischen. Ah, ihr seid fertig. Dann verschwindet jetzt. Okay. Folge Joe aufs Dach. Gut, gut. Da lagen sogar ein paar Zähne, ne? Also, wenn da eine Goldflug drin war, könnte man sich ja mal überlegen. Wieso? Glaubst du, ich hab mir 30 Zentimeter... Pass auf, dass ich Clementis Leute nicht entdecken. Erkennen, okay. Kapiert? Ja, nicht. Ich wollte was zum Spielen. Ich weiß jetzt nicht genau, was es davon abhängig ist. Wahrscheinlich, je näher ich an den vorbeilaufe. Das ist Clementi. Wir könnten ihn sofort umlegen, wenn wir eine Knarre hätten. Ja klar. Und in 2 Sekunden wären wir tot. Immer mit der Ruhe und halt dich an den Plan. Aber immer geht er doch schief. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das war viel zu einfach. Ganz ehrlich. Verdammt. So viel Sport ist nicht mein Ding. Warum haben die hier so viele Scheißstufen? Wir hätten auch den Aufzug nehmen können, du Penner. Vito, warte mal. Ich hab was vergessen. Hier. Für dich. Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 1911er Colt mit modifizierten Magazinen. So das Ding her? 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Davon gibt's nur 2 auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Vollidioten. Habt ihr ein Problem? Macht einen Abgang, sonst komme ich runter und gebe euch was aufs Maul! Clementis Männer! Schnell, wir müssen hier weg. Oh, das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. Na toll. Putzen der Hotelfenster, okay. Ey, wo ist ihr denn? Hey, was zum Henker wollt ihr hier? Verzieht euch! Scheiße. Ja, es war so klar. Du bist mausetot! Bevor ich hätte einfach sagen können, ja, ich muss die Fenster putzen, ne? Wir müssen auf die Plattform. Und, komm, geh weg. Jawohl. Jetzt muss der Arsch da oben. So. Aber es war so klar, sobald ich die Knarren kriege. Okay, alles klar, super. Hast du sehr gut gemacht. Das ist alles. Da oben ist er. Dann blüht ihr was. Ist er tot? Du bist doch nicht. So. So. Kurz nachladen. Gib mir Deckung, Victor. Die kriegen wir auch noch. Sau. Zeig dich doch bitte. Ich möchte Danke. Dich nicht zum Feind haben.
Boah, wenn ich ziehe, dann schaffen wir so. Ja, schaffen wir doch nicht. Was? Huiuiuiui. Nein, nein, bestimmt nicht. Andere Knarren haben wir nicht, okay. Ach, ich verprügel die einfach alle. Fuck! Okay, okay, okay. Na shit. Ich aber, also die sind ja nicht ganz doof, die Gegner. Die gehen auch rechtzeitig in Deckung, sobald ich anfange zu schießen. Ah! Okay, der ist schon mal Geschichte. Wo ist Joe hin?